Hallihallo Leute, ich bin's der Florian von Ultimate Gamer LP. Und ich bin der Martin von Ultimate Gamer LP 2. Und wir begrüßen euch zu einem nicht neuen Let's Play, aber mal wieder Let's Play Together The Last of Us. Wo waren wir hier stehen geblieben, Martin? Auf dem Friedhof. Geil, da vorne sind irgendwie... Was sind das noch? Was sind keine Klicker? Wir wissen es schon gar nicht mehr, wie die ganzen Typen überhaupt heißen. Aber wir sind auf jeden Fall der Die Runner. Runner. Die Runner, okay. Runner hießen sie. Die Ellie Runner. Die Ellie ist auch irgendwo. Ich glaube, wir haben sie gerade gesehen. Die verkriecht sich... Was? Hallo? Hier hat sich Da Ellie. Bist du. Nee, kann man nicht. In der letzten Folge, das war jetzt, glaube ich, schon fast 2 Monate her, wo wir nicht mehr The Last of Us gespielt haben. Jetzt weiß ich, was du machst. Du nimmst die Flasche da auf. Dann schmeißt du die da ganz nach hinten. Warte. Okay, voll. Ich glaube mit L1 durch anvisieren oder so. Ja, jetzt hast du die ausgewählt. Nee, nicht den direkt abschmeißen, sondern irgendwie L1 oder so. Oh, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Okay, jetzt gibt's erstmal auf die Fresse. Aber es sind ja nur Runner. Oh. Lol. Yo! Die kann man ja so beim Nahkampf fertig machen, die Runner. Die sind ja noch einfach. Aber was geil ist, der Bill, der hat ja, glaube ich, oder die unsere Begleiter, die haben ja, glaube ich, unendlich Munition. Hoffe ich zumindest. Das sieht doch mal so richtig lecker aus. Boah, weh. Das ist ja der Hammer. Was ist da? Ach ne, der blutet nur so ein bisschen. Also, so wie ich mich erinnern konnte... sind wir doch auf der Suche nach Autoteilen. Wir brauchen doch ein Fahrzeug. Ja, der kann uns ja eins zusammenbauen, dass wir dann irgendwie zu unserem Bruder oder so hinfahren können. Oder ja, irgendwo doch. Da, wo die Fireflies aus sind, weil er hat sich ja den Fire... Oh, nee. Da sind jetzt Klicker. Müssen wir da jetzt auch wirklich rein? Jetzt gehen wir mal... Ja, schleich halt. Taschenlampe. Wie geht man nochmal runter? Ach, oder okay. Guck nochmal, ob du so einen Ziegelstein nehmen kannst. Dann kannst du das ja wegschmeißen. Ja, warte mal. Das ist das oberste Gebot, Leute. Ja, das ist das richtige oberste Gebot. Warte mal. Ah, hier haben wir noch eine Flasche. Kann wieder aufnehmen mit Dreieck. Ne. Warte mal, ich muss erstmal ein bisschen mit der Steuerung wieder. Und wie war's jetzt? Ja, Dreieck. Okay. Vertraut werden. Oh, Ellie, geh mal aus dem Weg. Mit Kreis gehen wir an die Hocke. Das ist auf jeden Fall sehr gut bei den Klickern, weil... Mit R2 machen wir diesen komischen Modus. Und da kannst du, glaube ich... Ja, nicht durch die Wände sehen, aber auf jeden Fall, du kannst die orten, also wenn du die siehst. Das ist jetzt die Verbindung. Ah, okay. Ja, doch, sie schaut durch die Wände. Das war jetzt sehr schlecht, der kommt jetzt her. Das war blöd. Sehr blöd. Geh doch mal da lang. Ja, werde ich jetzt auch mal machen. Oh Mann, die Geräusche, die machen für mich wieder schon wieder verrückt, Alter. Ich hab's leise genug eingestellt. Ich höre nur so ganz leise die Sounds. Die machen mich wieder richtig kirre, Alter. Immer dieses Das ist schon Auto. Die sind alle kaputt und verrostet. Das geht alles nicht mehr. Die gehen alle nicht mehr klar. Der wird doch wohl springen können. Na also. So. Genau, schön sneaky Action hier. Drüber jumpen. Vielleicht können wir drumrum schleichen. What the fuck? Okay. Das sind auf jeden Fall wieder normale. Da ist wieder okay, ein Klicker. Überall Klicker. Geh mal in das Haus da rein. Ja, welche jetzt auch mal machen. Ja, Munition oder irgendwie sowas. Der Art, da geh mal. Da haben wir doch was. Gut, das haben wir ein bisschen Schrott. Nicht, dass die das hören oder so. Um unsere Waffen zu verbessern. Yeah. Rasenmäher. Können wir ein bisschen über die Köpfe drüber fahren von denen. So, wir müssen jetzt eigentlich lang. Hier sind überall Klicker und so, aber ich habe jetzt echt wirklich gar keinen Plan. In welche Richtung wir jetzt unbedingt müssen. Ah. Das ist praktisch. Gehst du da gleich hoch? Ich denke mal hier hoch, Alter. Mal. Und dann haben wir jetzt wenigstens schon mal den einen Klicker umgangen, sag ich mal. Ja, ist auch so. Was ist hier? Hier kann man aufs Dach gehen. Mach am besten mal, dass wir einen Überblick kriegen über die ganze Sache. Sag bloß nicht, dass es einbricht. Ne, bricht nicht ein. Vielleicht müssen wir auch da hoch.
Stimmt, das können wir mal schauen. Hier kann man ins Gebäude reingehen. Halt doch die Schnauze, Mann. Da Ein kommt er. Runner. Scheiße. Aber über den LKW kommt man nicht drüber. Kommt mal rüber, kommt mal rüber, wenn der uns sieht. Der kommt das sowieso nicht drauf. Oder keine Wer Ahnung. weiß. Ah, cool, Nee, ein im Pool. Swimmingpool. Hammer. Aber es sieht echt nicht mehr so toll aus hier. Es war sicherlich mal ein Luxushaus oder so. Sieht nun nicht mehr so toll aus. Ich würde mal sagen, wir müssen in das Gebäude, weil das sieht offen aus. Warte mal, Weil guck mal die. in die Richtung. Oh, das sind halt voll viele Runner, aber da geht's auch entlang. Also ich denke nur, dass da sich halt wieder Proviant und Munition, Werkzeug halt wieder, dass du halt einfach wieder In der diese. Tasche nimmt. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Naja, der kümmert sich um die. Ey, toll, jetzt hat er den Nein, nein, Klicker. nein, Waffe, Waffe. Oh. Ja, die kann ich noch so erledigen. Wow, fuck. Ja, danke. Nein, ich wusste nicht mehr, wie man schießt, ey. Normal. Wie in jedem Ego-Shooter-Spiel. L1 anvisieren, R1 schießen. Dumbass. Mann! Okay, Egal, also. jetzt geh wieder. Jetzt lösch wieder zurück, wir sind wieder ganz am Anfang. Ja, gut, die Runners sind jetzt wieder tot, oder? Nein. Sind sie nicht. Jetzt hast du nämlich voll den Ding angelockt, den Klicker. Aber Scheinbar nicht. das dürfte schon gehen. Ja, hoffentlich. Ich mal bitte hoffen, ey. Also, wir müssen schnell machen. Wir haben nicht viel Zeit. Meinst du? Ja, bevor die Runner wieder kommen. Hm. Die Runner machen wir Terror, weil. Die Hier geht auf, Runner auf, hier, hier geht's auf machen jeden Fall ins Gebäude rein. Terror. Ich denke, wir bin mal hundertprozentig sicher, dass wir ins Gebäude rein müssen. Okay. Wir versuchen einfach mal hinzuschleichen. Können wir ja mal versuchen. Weil die anderen Gebäude sind ja, sehen halt ein bisschen verschlossen aus. Weil hier, guck mal, das sieht zu aus. Ich denke mal, ich klipp hier mal hoch. Nee, müssen weiter wahrscheinlich hier hoch. Ja, dann geh doch da durch das Fenster da durch. Ja, will ich jetzt auch. Oh, jetzt Umdrehen. kommt der Runner extra hierher. Nee, doch nicht. Komm, 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 geh da rein. Aber da wird. Ja, Proviant halt. Oh, nee. Oh. Boah. 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 Lade noch, Je, voll die Hirnfetzen. Okay. Ja, das wäre eigentlich ziemlich praktisch, wenn ich den Alter. noch. Boah, das Da war jetzt knapp, ey. Das war jetzt breitet wieder sich echt das knapp. Blut aus hier. Alter, nee. Komm, wir schleichen mal, schauen uns mal im Gebäude um. Weil irgendwo müssen wir ja weiter. Super, ey, ist nicht wirklich viel. Oder irgendwas Brauchbares finden. Bissle Proviant. Oh. Mach keinen Lärm. Boah, wenn sich jetzt plötzlich hier einer. Okay, warum stand eine Flasche? Müssen wir hier irgendjemanden weglocken? Da in der Küche stand was. Echt? Weiß nicht, was das ist. Ah, Heilmittel. Okay, gut. Waren jetzt zwar nicht großartig angeschlagen, aber. Na, guck, jetzt sind wir wieder auf der anderen Warte Seite. mal. Oh, jetzt geh weg, Elli. Geh weg. Hallo. Alle.
Die NPCs sind manchmal schon ein bisschen dämlich. Versperren einem den Weg. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Okay, gut, das... Ne, warte mal, hier geht's doch hoch. Hier geht's hoch. Was erwartet uns wohl dort? Nicht. Nee, geht's auch nicht. Ist auch verschlossen. Jetzt haben wir uns hier schon mal in dem Haus umgeschaut. Ah. Hier gibt es nichts Besonderes, also schauen wir mal weiter. Es liegen da immer noch die Hirnfetzen. Ja, so ein bisschen, glaube ich. Und das Blut an der... Larche. Richtig schlimm. Also dann würde ich schon sagen, dass es jetzt dahin geht, wo ich gedacht habe, hier. Muss man halt aufpassen, wie gesagt. Mhm. Ich glaube, hier sind ja, glaube ich, nur noch Runner. Klicker müssten eigentlich tot sein. Okay, da sind Runner. Jetzt liege ich einer gleich hoch oder so. Naja, muss ich halt einfach leise bewegen. Da hinten ist ein Klicker. Okay. Bill, Alter, was Alter, wir müssen jetzt gleich hardcore abgehen hier. Die werden es eh gleich entdecken. Ja, wegen den NPCs meistens. Oder schießt er einfach schon mal. Das ist so dumm. Und dann kann der die irgendwie nicht erledigen, gescheit. Mhm. Ja, okay, er kann sie schon irgendwie erledigen. Aber dann muss der irgendwie nachladen oder schießt der dann nicht mehr. Und dann geht er auf dich. Und dann bist du natürlich am Arsch. Ja, komm, das ist ein Klicker, ey. Das ist die Frage, keine Ahnung. Oh, Schrotmunition ist aber halt, wie gesagt, ist ein bisschen schade. Ja, erstmal werde ich die Klicker versuchen, so mit Nahkampf zu zerschlagen. Ja, die Klicker, die... ich meine den Runner. Ja. Und den Klicker dann mit Schrot vernichten. Du kannst dich doch auch von hinten irgendwie erschlagen. Warte, ich schleiche mir jetzt von hinten an. Warte. Geht aber sehr schlecht. Und dann verbrauchst du unser letztes Messer. Nee, du kannst ja so erwürgen. Das Messer ist für die Klicker. Oh ja, stimmt. Erwürgen. Guck, kannst auswählen. Messer. Oder einfach nur erwürgen. Ah, das ist gut. Oh Mann. Naja, oh Mann. Was man das machen muss, gell, Ellie? Weil die Runner, die sind ganz schön laut. Sehr. Wenn es eine Runner entdeckt, dann haben wir geschissen. Also hier könnten wir nochmal runtergehen. Mhm. Eventuell. Oder wir retten uns da durch... Na nee, das ist ja... Davon kamen wir ja. Oder? Man kann hier weiter. Nee. Sackgasse. Zurück. Durch die Hinterhöfe. Also ja, aber wenn wir dann da rein können, durch das müssen Haus durch dann? Hinterhöfe gehen. Ja, vielleicht kommen wir da dann durch das Haus da durch und dann können wir da weiter. Oh, komm. Näher dich dem und dann erwürg ihn. Oh, ist das riskant? Sehr riskant. Scheiße. Aber greifen. Hätte schon dennoch können. Aber jetzt kommt er. Bereithalten. Alter, was macht denn Joel? Macht er gar nichts. Ey. Ohne Spaß. Der macht ja gar nichts. Ja, lass, das ist Munition. Oh, das finde ich so geil, Schrott. Ja, okay, was macht der? Der da rein, der backt da voll rum. Oh mein Gott. Ich komm nicht rein. Oh mein Gott. Was sind wir hier? Was ist los? Die Situation, ich komme mit dir nicht zurecht. Ah, sehr gut. Egal, lassen wir den mal hier. Ah. Nee, warte mal, Können wir ja wieder irgendwie... Türe einschlagen, oder was? Ja, Taschenlampe. Da ist er doch, unser Kumpel. Na, endlich hat er sich mal gefangen hier, das geht gar nicht. Mhm. So einer Situation muss man Ruhe. Könnten wir weiter? Warte mal. Bewahren. Warte mal, ich schau mich nochmal hier um, vielleicht... Wahrscheinlich geht's auch so weiter. Guck doch, ja, im Regal, da ist alles mögliche hier. Zack, 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 alles Bogen, mitnehmen. Pfeile. Wie im Paradies. Oh ja.
Könnte gerne öfters so sein, ja. Also Schrotflinte ist eigentlich das Geilste jetzt in dem Game, finde ich jetzt. Haut halt am meisten rein, ne? Also zwei Hits und der Klicker ist tot. Murder Fact. Und halt richtig gut zielst. Also geht's nicht mehr weiter, hier haben wir alles durchgeschaut. Umgeschaut, also dann können wir jetzt weiter durch diese nächste Türe schreiten. Und nicht geht's da auch weiter. Denke ich mal, der hat irgendwas gesagt, nochmal zum Schluss durch die Hinterhöfe. Ja, aber... Hier lang. Ja, da geht's. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding.